Milka Schokolade. Okay, ich habe gut Schokolade an Milka mitgenommen. Ja, hey, für 66 Cent. Ich bin irgendwie total fertig und K.O. Wie sich das noch entwickelt. Aber die Medien sagen ja schon, man kann sich jetzt darauf einstellen, dass alles teurer wird. Und ich finde, man merkt es jetzt langsam. Mal die Nachmache sozusagen ist das ja dann die Nachmache. Für 89 Cent. Ja, mal schauen. So sieht das hier aus. Mein Gott. Meine Milka Schokolade. Seht ihr das? Ja, aber man muss sich ja... Hallo ihr Lieben, Food Hall Zeit. Ja, ich war gerade beim Kaufland mit beiden Mädels einkaufen, Großeinkauf machen. Ich habe wirklich viel gekauft. Ja, die haben sich voll gefreut. Die wollten halt mal wieder mit einkaufen gehen. Aber mit der Großen ist das ja gar kein Problem, aber die Kleine hat halt irgendwann keine Geduld mehr. Das war echt anstrengend zum Einkaufen, aber die wollen halt auch mal raus, ne? Man muss sich ja vorstellen, die sind die ganze Zeit nur eingesperrt und sind nicht da und ja. Aber es war anstrengend, aber die wollten unbedingt mit. Und da es ja sowieso gerade momentan so ist, ich gehe arbeiten, mein Mann kommt von der Arbeit, also es ist ja gerade echt eine Katastrophe. Also langsam... Es ist echt nervig, weil ja immer noch der Kindergarten zu ist und ich das halt jetzt so gemacht habe, dass mein Mann kommt von der Arbeit, ich gehe in die Arbeit. Ich komme von der Arbeit, mein Mann geht in die Arbeit. So sehen wir uns gar nicht mehr. Jetzt hat er zum Beispiel Nachtschicht, jetzt schläft er. Ich hätte jetzt auch nachmittags einkaufen gehen können, aber dann hätten wir uns wieder nicht gesehen. Ja, irgendwann will ich halt meinen Mann auch sehen, deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich die Mädels mit, gehe mit den einkaufen, aber es ist echt anstrengend. Ja, anstrengend mit zwei Kindern einkaufen zu gehen, aber ich habe es geschafft und wir haben echt viel eingekauft. Weil ja, die Mädels dann auch mal da und da und das und das und das und das. Und jetzt, glaube ich, wir fangen einfach mal an mit dem Kaufland-Haul. Und ich freue mich immer noch, dass wir einen Kaufland haben. Also ich feiere das enorm, dass wir wieder einen Kaufland haben. Ja. Wir fangen dann an. Einmal kam Kaiserbrötchen mit. Ihr wisst, wir lieben die. Das sind die allerbesten. Wieso sind die immer am Anfang? Ist ja wurscht. Für 49 Cent. Fruchtquetschis kamen mit für 1,49. 5-Minuten-Terrinen waren im Angebot. Also das, die ganzen Sachen sind ganz aktuell im Angebot und es läuft jetzt immer bis Mittwoch geht die Angebotswoche bei Kaufland. Es war ja früher schon immer Donnerstag mein Einkaufstag eigentlich, weil da immer die neuen Angebote, das neue Prospekt gültig war sozusagen von Kaufland. Deswegen hat sich das irgendwann so eingebürgert, dass immer Donnerstag ein Food Hall kam. Und es hat sich dann irgendwie so eingebürgert, dass auch Donnerstag immer ein Video online kommt. Ja, keine Ahnung. Aber... Das hat so den Hintergrund, warum es immer Donnerstag war. Ja, und jetzt geht es auch wieder immer donnerstags. Und jetzt ist auch wieder top aktuell die Angebote für euch. Viele haben mir gesagt, wir nutzen sie wie ein Prospekt. Also Magiterin 69 Cent im Angebot. Combo Salamis haben auch zweimal wieder mit für 69 Cent. Das ist immer ganz praktisch. Milka Schokolade ist die Woche im Angebot beim Kaufen. Für 66 Cent. Und dann kam natürlich mehrere mit. Ja, ich habe zwei genommen, mehrere von irgendeiner Sorte und dann wollte meine Kleine auch gleich zwei nehmen. Deswegen kam, keine Ahnung, wie die schmecken, die Tuck Milka. Ich glaube, ich habe sie schon mal probiert, so mega waren die jetzt nicht, aber sie hat halt dann gleich zwei mitgenommen für 66 Cent, weil die Mutter ja auch zwei mitgenommen hat. Nochmal Haselnuss für 66 Cent. Die machen ja schon einen sehr viel nach. Chicken Nuggets habe ich mitgenommen, die kosten 1,99, da waren die von Iglo waren auch im Angebot, aber da waren nur 250 Gramm drin und hier sind 300 Gramm drin, deswegen habe ich dann die von der günstigen Marke genommen und nicht die von Iglo, obwohl die von Iglo gerade im Angebot sind, die sind auch für 1,99 statt 2,49. Snack Salamis für 2,39 kamen mit, 2,29, Entschuldigung. Oh Gott, alles verdätscht hier. Der Grünländer Käse ist im Angebot. Das ist dieser Hauptfeine, der ist so, so lecker. Für 1,29 im Angebot und der schmeckt echt sehr lecker. Ich glaube, da habe ich auch zwei Pakete mitgenommen. Brot war auch runtergesetzt, 50%. Das ist so ein Roggenmischbrot. Hat dann nur noch 79 Cent gekostet. Das liebe ich ja immer so Angebote. Maggi-Fix-Dinger für 44 Cent, jeweils auch im Angebot die Woche. Also Maggi-Sachen sind ganz viele im Angebot. Ja, manchmal geht es halt einfach schneller damit. Dann nochmal ein Grünländer mild und nussig, aber die normalen Scheiben. Also ich finde den Grünländer-Käse, der ist schon sehr fein. Jagdwurst für 1,09 €. Nochmal Grünländer für 1,29 €. Wieder diese Hauchfeine. Ich sag ja, den essen wir echt wahnsinnig gern. Also ich vor allem mit meinem, ne, Erdbeer-Marmeladenbrot. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Ich sehe aus
Ich habe die oben jetzt gerade hochgeschickt, die Mädels, die sollen jetzt in Ruhe spielen und Kassette hören mit eine Breze und eine Laugenstange, kam auch mit beim Koffer und das haben die aber jetzt oben mit, Laugenstange 29 Cent und Breze auch 29 Cent, ja. Aber so sind die jetzt oben beschäftigt und ich kann ganz in Ruhe den Futur machen. 66 Cent, Milka, ne, ihr wisst, ich liebe Milka. Und nochmal Oreo-Milka, die sind richtig lecker. Ich mag meine Große auch voll gerne, deswegen haben wir auch zwei mit 66 Cent. Mein geliebter Hellas Ketchup war im Angebot für 1,55. Oh, ihr liebt, ich merkt schon, das ist schon ein ganz anderer Einkauf wie sonst beim Lidl, weil da halt einfach meine geliebten Sachen auch öfters mal im Angebot sind. Fruchtriegel kamen wieder mit, die schmecken den Kindern voll gut für 99 Cent. Corny ist im Angebot für 99 Cent, da einmal mit weißer Schokolade. Ganz normale Margarine, ganz praktisch zum Backen und die anderen schmieren das sogar aufs Brot. Ich mag das nicht, ich mag da eher nur meine gesalzene für 75 Cent. Bockwurstle waren im Angebot für 2,49, also wird es vielleicht mal Bockwurst, was macht man damit? Currywurst geben, ja, Currywurst. Currywurst wahrscheinlich wird es da geben. Essensplan haben wir jetzt die Woche wieder mal nicht geschrieben, wobei ich eigentlich lieber mit Essensplan einkaufen gehe, aber... So muss man sich halt kreativ ausüben, was man kocht. Wobei man dann immer mal länger kocht und manchmal auch schwachsinniger kocht. Also ich mag eigentlich das mit Essensplan auch ganz gerne, aber man muss sich halt auch hinsetzen und den schreiben. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir sind jetzt dann einfach spontan los mit zum Einkaufen. Weil ich eigentlich dachte, ich gehe einkaufen, wenn mein Mann aufwacht von der Nachtschicht. Aufwacht von der Nachtschicht, hört sich an. Aber dann dachte ich mir, ja, dann sehe ich den ja irgendwann gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich nehme die Mädels und die haben sich voll gefreut. Und ja, so ist es dann halt gelaufen. Paprika kam mit für 2,29. Erdbeerkaugummis für 59 Cent. Erdnüsse waren auch im Angebot für 55 Cent. Geröstete. Milka-Schokolade. Okay, ich habe gut Schokolade an Milka mitgenommen. Ja, hey, für 66 Cent, da kann man meine Karamelle auch. Wobei, ich habe jetzt mal eine Zeit lang übelst gesucht, diese Karamellschoki. Aber mittlerweile gar nicht mehr so. Ja. Aber trotzdem wollte ich die irgendwie einmal mitnehmen. Crazy Wolf kam auch mit für 25 Cent jeweils. Die Landliebe Marmelade ist für 88 Cent gerade im Angebot. Schmeckt auch mega lecker. Dann habe ich auch den Naturtrüben. Habe ich das jetzt richtig? Ach ja, da steht doch eine andere Sprache. Den Naturtrüben Apfelsaft auch gefunden beim Kaufland. Kostet 99 Cent. Also so langsam kenne ich mich aus. Wenn ich dann mal alle Wege richtig auswendig kenne, bekommt ihr auf jeden Fall, da haben ja schon mehrere gefragt, ein Live-Haul vom... ich esse meine Haare vom Kaufland, aber noch muss ich mich selber immer noch so zurechtfinden und muss immer hin, vor und zurück, vor und zurück. Also ich habe noch keine Routine in diesem Kaufland gefunden. So, kommt hierher. Dann habe ich noch vier Paar Äpfel mitgenommen für 2,49 Kilo. Da war auch so ein ganzer Karton, ich weiß gar nicht, wie die Äpfel jetzt nochmal hießen. Auf jeden Fall ein ganzer Karton mit Äpfeln für 2,99 war auch, aber irgendwie hatte ich keinen Bock auf den Karton. Ja. Irgendwie hatte ich keinen Bock. Ich bin irgendwie total fertig und K.O. Aber es geht mir die ganze Zeit irgendwie so und es ist halt anstrengend. Es sind echt anstrengende Wochen, ohne dass ich jetzt viel jammer, aber es ist anstrengend. Kaiserbrötchen für 49 Cent. Toast für 69 Cent. Ich glaube, jemand, der keine Kinder hat, der kann das gar nicht nachvollziehen. Oder der keine Kinder hat, die in dem Kindergartenalter sind. Wie das eigentlich ist für eine berufstätige Mama und Hausfrau und ja, alles in einem. Ich glaube, das kann wirklich nur jemand nachvollziehen, der wirklich auch genau gerade in der Situation steckt. Maggi, 5 Minuten Terrine kam mit für 69 Cent. Leona kam mit für 1,09 Euro. Rohschinken für 1,99. Momentan brät mein Mann so gern sich Eier und Schinken, macht er dann immer mit rein und das ist ja echt vielseitig verwendbar. Tomatensaft habe ich meinem Mann mal wieder mitgebracht, der trinkt den ja unheimlich gern. Mir schmeckt das zum Beispiel überhaupt nicht. Für 99 Cent, ich weiß nicht, kann mich mit Tomatensaft nicht anfreunden. Dann habe ich Schnitzel mitgenommen, das wird es jetzt dann auch geben. Die waren auch runtergesetzt auf 3,19 Euro statt 4,47 Euro. Und ich glaube, ich mache jetzt zum Mittagessen erstmal Schnitzel. So war meine Denkweise. Dann habe ich Nürnberger Rostbratwürstle auch mitgenommen. Die waren auf 2,39 runtergesetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir sie mal mit. Also waren auch im Angebot. Leona, also das ist halt so cool, ne?
beim, nicht Leona, Bierschinken für 1,09 €. Beim Kaufland ist halt so wahnsinnig viel immer im Angebot. Da ist das Prospekt auch so groß und deswegen mag ich halt im Kaufland so gerne, weil ich bin halt eine Schnäppchenjägerin und ich mag gerne Angebote. Und ja, Crazy Wolf kam mit für 25 €. Dann war dieses Mini-Filet-Dingsbums da, Putenbrust, hier steht es, Putenbrust, runtergesetzt auf 2,09 €, habe ich jetzt auch zwei. Dachte ich mir, die kann man vielleicht ganz lecker mal füllen mit Käse und Schinken und einen Ofen damit, schmeckt bestimmt auch gut. Ja, irgendwas, stinkt irgendwie, irgendwas Leckeres werden wir dann auch schon kreieren. Vielleicht friere ich es auch ein. Wisst ihr, ich friere Fleisch wahnsinnig gern ein. Wiener Würstchen habe ich mitgenommen für 2,99 €. Ups. Crunchy Gurken, also Essiggurken, kleine für 1,19 €. Aufbackbrezen für 1,39 €. Die sind auch teurer geworden, gell? Die haben doch früher immer 1,29 € gekostet. Ich weiß, was mir auffällt, es wird alles teurer momentan. Nur die Löhne steigen nicht. Irgendwas läuft verkehrt. Hackfleisch, habe ich gedacht, ist im Angebot, aber nein, habe ich ganz regulär gekauft für 2,79 €. Also eigentlich habe ich gelesen, eigentlich im Prospekt, dass Hackfleisch 500 Gramm für 2 € irgendwas im Angebot war, aber irgendwie nicht. Corny nochmal für 99 Cent, da wird es mit Schoki, also mit Vollmilchschokolade. Nochmal ein Crazy Wolf für 25 Cent. Oh. Dann Sackerl Kartoffeln. Was ist mit dem Sackerl los? Da schon welche rausgeflottet. Für 1,99 €. Ja, aber ich glaube, in den Medien kam ja schon, dass momentan alles teurer wird. Jetzt, weil die Erntehelfer fehlen und die, ja, keine Ahnung, nicht hinterherkommen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber die Medien sagen ja schon, man kann sich jetzt darauf einstellen, dass alles teurer wird. Und ich finde, man merkt es jetzt langsam beim Einkaufen auch. Ich sehe halt aus, es tut mir leid. merkt man definitiv langsam beim Einkaufen auch, dass es teurer wird alles. Leider. Leider, leider. Dann habe ich fünfmal so Rosenbrötchen mitgenommen. Die waren auch im Angebot für 14 Cent. Gurke hat 49 Cent gekostet, habe ich eine mit. Aber Bananen fallen auseinander. Habe ich auch mal 3 Stück wieder mitgenommen. Ihr kennt unser Bananenthema. Mal essen alle total gerne und viel Bananen und mal irgendwie gar nicht. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Da kostet Kilo gerade auch im Angebot für 88 Cent. Das ist schon lustig, wie oft ich sagen kann, mein Gott, ich habe heute übelstes Haarproblem. Wie oft ich bei Kaufland sagen kann, das ist im Angebot, das ist im Angebot. Und das kann ich halt beim Lidl und Co. leider nie sagen. Eier sind nicht im Angebot. Eier für 1,29 €. Dann habe ich mir gedacht, ich will die mal probieren. Die haben sich voll interessant angehört. Das sind jetzt von der Eigenmarke Knusper-Western-Style Barbecue Chips. Ihr wisst ja, ich mag meine Western-Style Chips von Chip. Was war das? Crunchy Chips oder so? Ne, ist das andere. Ah, ihr wisst schon, jeder, der mich länger verfolgt, weiß, welche Lieblingschips ich eigentlich habe. Und da steht jetzt auch rauchig süß. Dann dachte ich mir, ja gut, testen wir mal die Nachmache sozusagen. Ist das ja dann die Nachmache. Für 89 Cent. Ja, mal schauen. Ketchup für 79 Cent. So. Nochmal Fruchtquetschis für 1,49 €. Thüringer Rostbratwürstle kam auch mit für 2,29 €. Weiße Würstchen hat sich mein Mann gewünscht. Ist doch weiß, oder? Schokocroissants, die habe ich jetzt auch endlich gefunden. Ja, ich muss mich da echt zurechtfinden in diesem Kaufland. Der ist so riesig. Viel riesiger als der Kaufland davor bei uns. Und irgendwie steht alles irgendwo anders. Also, naja. 99 Cent, ich habe sie auf jeden Fall gefunden. Beim letzten Kaufland habe ich sie nicht gefunden. Leibniz-Dinger sind gerade auch im Angebot für 88 Cent. Milch, 71 Cent, ist deutlich teurer geworden. Ich denke nicht, dass der Bauer da mitverdient. Ich glaube, da haben sich, in irgendeinem Forum haben sich da schon welche unterhalten. Wenn man ja dann eh gesagt hat, normalerweise sollte man seine Milch ja beim Bauern kaufen und blablabla. Und dann haben sie gesagt, ja, im Discounter ist die Milch so teurer geworden. Und die hatten dann aber alle gemeint, also normal kostet ja die Milch halt immer so 63 Cent, kostet jetzt 71 Cent, kommt aber auf jeden Fall nicht beim Bauern an. Und dann haben wir noch ein paar Gras runtergeschrieben. Naja, das kannst du ja nicht Milch nennen, das, was du da kaufst. Aber das ist ja ein anderes Thema. 71 Cent auf jeden Fall für Milch. Also schon teurer geworden. Und schon schade. Wenn es schon teurer wird, dann soll es halt auch beim Bauern ankommen, finde ich. Und nicht bei irgendjemand anderem. Und Salami bei 1,09 €. Oder für 1,09 €. So. Und. Seht ihr, ich habe das Haarproblem, oder?
Dann habe ich noch Cola Light mitgenommen. Ich finde die, letztens hatte ich noch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob sie mir schmeckt oder nicht. Ich finde die gar nicht so übel. Also sie geht, Lidl Cola Light ist auch deutlich besser, aber ich wollte jetzt nicht mit zwei Kindern noch für nur Cola Light extra zum Lidl fahren, hatte ich jetzt einfach keinen Bock. Deswegen habe ich jetzt auch mal nur ein Sixer, vielleicht komme ich jetzt zufällig irgendwann noch zum Lidl die Woche. Ja, mal schauen. Die Cola Flasche kostet 45 Cent. So, das war's, Leute, das war's. Mein Gott, schon viel eingekauft. Ich habe gezahlt 80,75 €. Ich zeige euch mal die Gesamtausbeute hier. So sieht das hier aus. Mein Gott, meine Milka-Schokoladis. Seht ihr das? Ja, aber man muss sich ja ein Vorrat anschaffen. Jetzt fehlt ja nur noch, dass die Haribos nochmal in Angebot kommen. Und dann habe ich irgendwann wieder meinen ganz normalen, regulären Vorrat, was ich sonst auch immer hatte. Ja, das ist es so. Da steht der Kassettenrekorder, das habe ich gestern auf Instagram euch schon gezeigt, dass ich den geholt habe, weil wir so viele Bibi und Tina Kassetten haben. Und wir haben oben einen und die andere hört jetzt aber auch so gerne Kassette. Und deswegen habe ich so ein Oldschool-Ding jetzt halt geholt bei eBay Kleinanzeigen. Ich feiere ja eBay Kleinanzeigen sowieso voll und habe da schon so viele coole Schnäppchen rausgeholt. Ja. Ich hoffe, euch hat der Food Haul wieder gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo natürlich auch, damit du einfach keine Videos mehr verpasst. Wie gesagt, also meistens, eigentlich kommt Dienstag, Donnerstag und Sonntag ein Video online. Wobei das mit dem Donnerstag vielleicht auch so ein bisschen variabel sein kann, weil das eigentlich der Donnerstag immer mein Food Haul Tag ist oder mein Wocheneinkauftag. Und das ist halt deswegen variabel. Also müsst ihr mal gucken, vielleicht Freitag, vielleicht Donnerstag. Aber so eigentlich, ich denke, weil jetzt ich wieder im Kaufland einkaufen gehe, wird es schon immer der Donnerstag sein. Ich muss halt immer nur gucken, ob ich einen auch online kriege dann am Donnerstag gleich. Weil je nachdem, wie die Mädels mitmachen. Ne? Das ist Homeoffice. Gott, ich sehe heute aus, es tut mir leid. Ich bin wie so ein Penner heute. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao. I do not feel like I've been torn apart.